Hallo zusammen. In diesem Video geht es um den Kaufvertrag. Der Kaufvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Fragestellung. Warum zweiseitiges Rechtsgeschäft? Zweiseitig deshalb, weil es zwei übereinstimmende Willenserklärungen benötigt, damit ein Kaufvertrag zustande kommt. Damit schließt sich eigentlich gleich schon eine nächste Fragestellung an. Was ist überhaupt eine Willenserklärung? Mit einer Willenserklärung drückt man den tatsächlichen Willen aus. Das heißt also, ich sage oder drücke durch andere Tätigkeiten aus, was ich eigentlich will. Es gibt verschiedene Arten, den tatsächlichen Willen auszudrücken. Schriftlich und mündlich, also ganz explizit, indem ich sage, schreibe, ausdrücke, was ich möchte. Oder durch bloßes Handeln. Ein Beispiel wäre hier, wenn ihr ohne Guten Tag zu sagen, ohne zusätzliche Anweisungen zu geben, etwas aufs Kassenband legt. Eine weitere Möglichkeit ist das Schweigen. Auch durch Schweigen kann ein Wille ausgedrückt werden. Diese Willenserklärungen, wenn die mal abgegeben sind, ist eine erste Willenserklärung beim Kaufvertrag der sogenannte Antrag. Wird dann daraufhin eine zweite Willenserklärung abgegeben, spricht man von der Annahme. Und wichtig ist, wenn diese beiden Willenserklärungen, Antrag und Annahme, übereinstimmen, dann ist ein Kaufvertrag entstanden. Schauen wir uns das Ganze in einem konkreten Beispiel näher an. Das hier ist Doro. Doro geht in ihre Lieblingsboutique. In dieser Boutique sieht sie eine tolle Tasche, eine neue von Ducci. Diese Tasche fasziniert sie so, dass sie mit dem Preis von 200 Euro auch völlig einverstanden ist und geht damit zu ihrer Verkäuferin ihres Vertrauens, zu Thea. Dort an der Kasse sagt sie, dass sie diese Tasche kaufen möchte. Wir haben damit also die erste Willenserklärung, den Antrag. Thea sagt ihr, ja okay, das kostet 200 Euro. Und damit ist die zweite Willenserklärung ausgedrückt, die Annahme, denn Thea ist ja bereit, die Tasche zu verkaufen. Damit stimmen diese beiden Willenserklärungen überein und ein Kaufvertrag ist zustande gekommen. Durch diesen Kaufvertrag entsteht gleichzeitig ein sogenanntes Verpflichtungsgeschäft. Denn durch den Kaufvertrag an sich verpflichten sich nun beide, Doro und Thea, jeweils dem anderen etwas zu überlassen und zu übereignen. Thea verpflichtet sich, die Ducci-Tasche an Doro zu übergeben. Und Doro muss den Geldbetrag an Thea übergeben. Diese beiden Geschäfte nennt man Erfüllungsgeschäfte. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Der Kaufvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Er kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande und er stellt ein Verpflichtungsgeschäft dar. Die Verpflichtungen, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben, sind die Übertragung von Besitz und Eigentum der Ware vom Verkäufer an den Käufer und die Übertragung von Besitz und Eigentum des Geldes vom Käufer an den Verkäufer. Diese beiden Geschäfte nennt man Erfüllungsgeschäfte. Das soll es auch schon gewesen sein zum Kaufvertrag. Bis zum nächsten Mal.